Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Weinskosmos. Wenn du regelmäßig meine Videos schaust und noch nicht abonniert hast, dann überleg doch mal, ob du das vielleicht machen solltest. Dann bekommst du auch von YouTube eine Erinnerung, wenn ein neues Video da ist. Und mir hilft es natürlich auch. Ich sage schon mal im Vorfeld Dankeschön. Zum Thema heute. Ich mache natürlich hier am Schrank weiter. Ich möchte heute den Auszug bauen für die Toilette. Eventuell auch noch mit der Schublade anfangen und oder auch die Verschraubung an der Karosserie machen von dem Schrank bzw. vorbereiten. Dann steht noch auf dem Programm die Arbeitsplatte machen und grundsätzlich Gedanken machen, wo man wie was einbaut. Also sprich, ich habe ja jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, dass das Spülbecken mache ich links hin und rechts mache ich den Brenner hin oder umgedreht. Das war ja auch so eine Überlegung von mir, wie ich das mache. Wobei ich glaube, mittlerweile, ich lasse es so, wie es vorher war. Also spüle links und den Brenner rechts, weil ich bei der Installationsanleitung von dem Brenner gelesen habe, der soll eigentlich nicht über einem Kühlbox oder sowas sein. Und das wäre ja, wenn er links wäre. Da ist zwar massig Luft dazwischen, aber ich überlege es mir nochmal. Wie dem auch sei, diese Dinge stehen noch an und da versuchen wir wieder einen Schritt weiter zu kommen und das wird heute passieren. Also viel Spaß dabei. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe diese Leiste da dran gemacht. Und jetzt gucke ich, ob die wie der Abstand ist. Und hier in der Mitte kann man ein bisschen drücken, weil das, da haben wir noch Spiel. Da sehen wir, da haben wir 1 Millimeter oder so. Das sieht man hier hinten auch, wenn man drückt. Also 1 Millimeter oder so haben wir dahinter noch. Das heißt, ich mache jetzt zwischen die Latte und die Karosserie mache ich noch 1-2 Unterlegscheiben, Karosseriescheiben drunter. Dann müsste das perfekt anliegen, weil hier vorne liegt das ja auch an. Hier. Und auch hier. Und das heißt, wir müssen jetzt nur diesen Abstand hier aufbauen. Und das versuche ich halt mehr oder weniger gut hinzukriegen. Dass das also, dass wir hier dann keine Spannung haben in dem Brett, wenn man das nachher dagegen schraubt. Also machen wir noch ein paar Karosserieschreiben dazwischen. Ihr habt ja gesehen, was ich da benutzt habe. Also wir haben da hier so ganz normale, ich weiß gar nicht, ob das Möbelschrauben sind, Imbusschrauben, auf jeden Fall ohne einen Senkkopf. Ja, und dann nehme ich Stoppmuttern. Ja. Jetzt gucken wir mal, was hier so eine Scheibe für eine Dicke hat. Dann dementsprechend drunter basteln. So, der Schrank ist jetzt fest, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt praktisch die Leiste hinten am Auto festgemacht und dann den Schrank hier mit 4 Schrauben an der Leiste. Und dann wird er hier unten am Boden noch verschraubt mit 8 Schrauben oder 6, je nachdem. Und was man aber jetzt schön sehen kann ist, ich hatte das ja auf dem anderen Tisch vorbereitet und wie ihr sehen könnt, steht das jetzt nicht mehr gerade. Auf dem anderen Tisch stand das aber gerade. Das heißt, hier müssen wir nochmal ran. Und müssen noch mal gucken, warum das hier ein bisschen schief ist. Naja, aber wie dem auch sei, deswegen sage ich ja, so eine Feinjustage ist eigentlich im Fahrzeug besser. Jetzt gucke ich erstmal, was ich mit der Arbeitsplatte mache. Da wollte ich ja noch eine Kante dran machen und sowas. Ich glaube, das mache ich zuerst, um dass ich die dann passend machen kann. Weil ich muss ungefähr eine Idee kriegen, wo was hinkommt mit den Schläuchen etc. pp. Und deswegen macht es Sinn, dass ich mir das jetzt hier nochmal in aller Ruhe angucke.
Wieder mal viel Fräsarbeit. Und ich kann euch ein bisschen was erzählen. Also wenn der Fräser hochkant ist und man versucht hier so eine Nut zu fräsen, so wie hier, und man macht das Brett, versucht mal so an dem Fräser vorbeizuschieben, dann funktioniert das nicht. Wenn man den Fräser von unten hochgehen lässt und das Ganze dann platt durchschiebt, also sprich so durchschiebt, dann geht das, sieht das auch in Ordnung aus. Ich habe aber ein bisschen viel Ausschuss produziert. Ich habe also, das war das erste Brett, das war eigentlich in Ordnung, die erste Leiste, die ist Ausschuss. Dann habe ich die hier probiert, da habe ich den Fräser falsch eingestellt und ihr seht ja, das ist viel zu tief, das soll eigentlich nur 11-12 sein, Ausschuss. Dann habe ich mir aus dem Brett hier ein neues gemacht, das ist die hier, das sieht jetzt gut aus und dann noch die lange. Und hier haben wir halt einen 45 Grad Winkel dran und hier oben habe ich das rund gefräst. Und so sieht das jetzt aus. Und das kommt praktisch an die Kanten von der Arbeitsplatte als Kanten, also als Überlaufschutz. Das machen wir jetzt mal dran, weil daran richte ich ja nachher auch alles aus. Und deswegen wollte ich das jetzt schon mal machen. Da kommen jetzt also ein paar Löcher rein, ein paar Schräubchen rein. Dann kommt das in die Arbeitsplatte und dann kann man die mal drauflegen und gucken, wie gut die da eigentlich sitzt. Was wir jetzt hier sehen, ist die zukünftige Arbeitsplatte. Ich habe den Überlaufschutz schon drauf gemacht. Das habt ihr ja gesehen, wie ich das gefräst habe. Hier steht jetzt über, das heißt, dieses Stück muss theoretisch noch entfernt werden. Und auf der Seite hatte ich mal angezeichnet, hier am Schrank entlang. Dann war ich immer überlegen, wenn man es ein bisschen überstehen lässt, könnte man diese Kante auch hinter den Schrank noch laufen lassen. Das Problem hier ist, die Schnitte, die man jetzt macht, die sind relativ endgültig, weil Alternative kann man nur noch mal so eine Platte schneiden. Und das will man ja auch nicht 15 Mal machen, weil diese Platten kosten ja auch Geld. Ich denke, ich werde die jetzt nicht ganz genau auf die Ecke schneiden, sondern einen Ticken überstehen lassen, sodass ich eventuell noch einen Millimeter da so habe, wo ich korrigieren kann oder 2 oder 3. Versuche das halt hauptsächlich hier auszurichten, dass das hier schön dran liegt. Der Schrank ist wieder hinten festgeschraubt, das habt ihr ja gesehen. Und jetzt muss ich versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich bin guter Dinge, aber einfach wird es nicht. Aber was ist schon einfach? So, und dann muss natürlich nachher hier auch noch dieses Eck reingeschnitten werden. Aber eins nach dem anderen, kommt schon. Ich will die jetzt mal grob fertig machen. Ich will da auch irgendwann mal das Waschbecken reinsetzen und sowas, damit ich eine Idee kriege, wie ich das nachher gestalte. Habe ich euch vorhin schon erzählt, ich wiederhole mich. So, dann fange ich jetzt mal an, die Platte hier zu kürzen und zu gucken, wie das wird. Für mich ist jetzt Feierabend und da kann ich euch noch mal ganz kurz zeigen, was ich gemacht habe. Also ich habe jetzt die Platte zugeschnitten hier. Hier fehlt noch eine kleine Abrundung und sowas. Die ist natürlich auch noch nicht fertig behandelt. Ich weiß auch nicht, ob ich die hier noch ein bisschen kürzen muss oder nicht oder ob ich sie so lasse. Dann habe ich die auch schon festgemacht jetzt. Also, und der Schrank, habt ihr ja gesehen, der ist auch fest generell.
Der wird natürlich final dann auch noch am Boden festgemacht. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich wollte jetzt mal hier schon mal, weil auch die Sachen planen, also was hier reinkommt, damit ich mir so ein bisschen besser Gedanken machen kann, wie ich das da unten mache, weil das wird noch sehr interessant werden in Zukunft, weil ich muss ja auch Schläuche verlegen, Wasserschläuche, Abgasschläuche und sowas. Da bin ich mal gespannt, wie ich das mache und ob mir da die Länge reicht. Aber das seht ihr dann alles in Zukunft. Das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, wird aber ein bisschen tricky. Naja, egal. Man braucht ja auch Herausforderungen, ne? Ich bin froh, dass mir das hier nicht missglückt ist hier mit dem Ausschnitt, dass das gerade ist, dass das schön sauber ist, dass das nicht zu kurz ist oder sowas. Da bin ich ganz froh. Und ja, so sieht das jetzt aus. Ein weiterer Arbeitstag bricht dran. Ich möchte heute mal die Ausschnitte machen in der Arbeitsplatte. Das habe ich ja soweit alles vorbereitet, habe mir auch schon so rudimentär ein paar Striche hier gemacht. Das will ich jetzt noch ein bisschen ausarbeiten. Man darf gewisse Dinge nicht außer Acht lassen, wie zum Beispiel, wenn man zur Installation von irgendetwas noch seitlich irgendwelche Winkel hat oder sowas, dass die dann auch noch Platz haben. Und auch wenn etwas einen Deckel hat, dass man den öffnen kann, dass der auch offen bleiben kann und all diese Dinge. Und das versuche ich heute mal hier in die Platte reinzuarbeiten und mal schauen, ob es was wird. Ich hoffe mal, dass es was wird, ansonsten muss ich halt die Platte neu machen und das möchte ich eigentlich verhindern. Das letzte Mal hatte ich auch hier beim Fräsen was festgestellt. Ich hatte mich schon gewundert, warum hier am Frästisch der Staubsauger so gejault hat und sowas und warum auf einmal so viel Dreck rauskam. Das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass normalerweise durch das Absaugen kommt gar nicht so viel Dreck raus, aber diesmal kam relativ viel Dreck raus. Ja, und da war wohl das eine Ende von dem dünnen Schlauch, der unten zur Absaugung dran hängt, da. Der war zu. Und deshalb hat der Staubsauger eigentlich gar nichts abgesaugt und deswegen gab es draußen viel Dreck. Der Staubsauger hat halt gejault. Tja, so Dinge können halt auch passieren. Aber jetzt fangen wir mal an mit der Platte. Und warum ich die jetzt zuerst mache und nicht am Schrank weitermache, ist deshalb, weil da müssen ja jetzt auch Schläuche verlegt werden von der Heizeinheit und sowas. Und da brauche ich eine Idee, wo ich die entlanglege, ob im Schrank oder außerhalb vom Schrank, also dahinter oder sowas. Und das will ich vorher machen, weil wenn sie im Schrank laufen, müsste ich dementsprechend dann die nächste Schublade als auch das Fach für die Toilette müsste ich dann etwas anders gestalten. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt zuerst, damit ich da einen besseren Übersicht kriege, damit das auch nachher mit der Verkabelung und allem richtig funktioniert.
Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich die Ausschnitte gemacht habe auf der Arbeitsplatte. Und jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, was da reinkommt. Die Arbeitsplatte ist aber noch nicht fertig behandelt, also sie muss natürlich noch gegen Wasser und sowas geschützt werden. Und außerdem ist es so, dass die Geräte noch nicht fest sind, beziehungsweise das Becken. Das ist alles erstmal nur reingestellt, damit ich eine bessere Idee kriege, wie das nachher aussieht. Das, was wir hier haben, das ist praktisch der Dieselbrenner. Das ist eine Kombi, also ein Dieselkocher und ein Dieselheizer. Und der sieht ganz hübsch aus, mit einer Ceranfeldscheibe obendrauf. Ja. Und hier auf der Seite haben wir ein ganz einfaches Edelstahlbecken. Da kommt hier vorne noch ein Wasserhahn hin und dann ist es auch in Ordnung. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum wir hier unten drunter ein bisschen Platz haben mussten. Weil natürlich wir sowohl beim Waschbecken, da hätten wir jetzt natürlich auch ein bisschen größeres nehmen können. Beim Waschbecken braucht man ein bisschen Platz und hier braucht man auch ein bisschen Platz. Und ja, wie schon gesagt, wenn wir hier jetzt irgendwann nochmal ein anderes Waschbecken nehmen wollen würde, ein tieferes, ich glaube, die gibt es auch tiefer, das könnten wir jetzt natürlich auch noch machen, jetzt wo man das sieht. Aber das ist das halt, ne? Das eine ist das Messen und das andere ist dann, wenn man sieht, weil man wusste jetzt auch nicht, wie hoch ist der Abfluss und sowas und wie passt das. Aber alles in allem bin ich ganz zufrieden und kann mir jetzt auch Gedanken machen, wo praktisch die Zu- und Abluftschläuche von dem Dieselbrenner hingehen. Und die müssen ja unten aus dem Auto dann rausgeführt werden, da müssen wieder Löcher gebohrt werden und sowas mag ich eigentlich gar nicht, aber hier muss es halt sein. Und ich kann mich dann hier dran machen, weil ich jetzt ungefähr weiß, wie ich mit den Schläuchen rausgehe und daher kann ich hier jetzt an der Stelle weitermachen. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist noch der Auszug hier. Das ist für die Toilette. Das hier ist praktisch die Stabilisierung. Das heißt, wenn die Toilette rausgezogen wird und man sich draufsetzt, dann braucht das ja auch irgendwie, muss das ja abgefangen werden. Das ist zwar ein Schwerlastauszug, aber ich will den halt unterstützen. Deswegen, wenn man sich jetzt hier draufsetzt, dann drückt das halt so runter. Und damit unterstütze ich praktisch den Schwerlastauszug. Das sind so die kleinen Details, die ich mir einfallen lassen hatte. Da kommt natürlich noch ein Schließer hin und sowas. Aber das ist bisher noch nicht passiert. So. Und ihr seht ja, es geht voran. Im Prinzip, der Platz ist vorgesehen. Kühlbox, Waschbecken, Brenner und Heizung, Toilette, fehlt noch eine Schublade und noch ein bisschen Verkleidung, Schnickschnack, Kabel verlegen, zack, 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 bumm, fertig, aus, wegfahren. Naja, so ungefähr. Auf jeden Fall sage ich mal, das ist schon ein schönes Stück weitergekommen hier. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ihr wisst ja, was da immer kommt am Ende von so einem YouTube-Video. Lasst gerne ein Däumchen da, ein Abo da, wenn noch nicht passiert. Schreibt gerne auch mal einen Kommentar, freut man sich auch drüber. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.
könnt ihr gespannt sein, wie es weitergeht. Und vielleicht sehen wir ja noch ein paar Stolpersteine auf dem Weg dahin. Kleiner Fauxpas ist mir passiert, minimaler kleiner Fauxpas. Der Ausschnitt von dem Brenner ist nämlich normal nicht ganz viereckig. Aber für was gibt es denn Leim? Da wird was geleimt, das sieht man eh fast nicht. Und fertig ist. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.